Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch heute an Halloween. Alles ist schwarz. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich danke euch vielmals, wie immer, am Anfang für eure Herzchen, die ganz lieben Kommentare, die neuen Abos, die Daumen hoch. Ich freue mich wirklich riesig darüber, ja. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. Einfach so ein energetischer Ausgleich für mich, ne? Dann wollte ich noch sagen, dass ich noch dabei bin, alle Legungen abzuarbeiten, ne? Hab noch ein klein bisschen Geduld mit mir. Es sind sehr viele Anfragen reingekommen. Ja, ich werde die Woche jetzt alles fertig abgearbeitet haben und mache mich dann an die neuen Legungen. Wer sich also wieder oder zum ersten Mal eine persönliche Legung von mir wünscht, ihr dürft mir gerne ein E-Mail schreiben, ne? Da kann ich dann direkt ab Wochenende wieder loslegen. So, wir schauen mal rein und zwar erstmal in die Energien an sich. Wir lassen uns einfach überraschen und lassen uns mal fließen durch die Karten heute an Halloween. Falls es zwischendurch klingelt, ne, macht euch keine Gedanken. Ups, das sind dann wohl die Nachbarskinder. So, ihr Lieben, wir schauen mal rein. Ha? Was dürfen wir denn heute wissen? Ja, ich habe hier schon mal das Ass der Kelche und die Fünf der Kelche. Liebeskummer, der Wunsch nach der großen Liebe. Ich habe auch heute mal ein bisschen dunkleres Deck ausgesucht, damit wir so ein bisschen gleich in der Stimmung sind. Ich kann mir auch gar keinen schöneren Tag eigentlich ausdenken als Halloween zum Kartenlegen. Das ist so eine tolle Stimmung, finde ich. Und sowieso immer ab Herbst, wenn es früher dunkel wird, dann bin ich gleich in einer sehr, sehr gemütlichen Stimmung. Ganz doll angebunden, geerdet. Ich liebe das so, ne? Die Dunkelheit. So. Wir hätten gern Botschaften über den derzeitigen Stand der Dinge. Was dürfen wir wissen in dieser Seelenverbindung? Was dürfen wir wissen? Oh, sehr schön. Wir haben die Hohe Priesterin. Ja, die auch schon allein einfach nur von sich aus dafür steht, dass wir hier eine Verbindung haben, eine Seelenverbindung, eine Liebe von zwei Seelen, ja. Nicht unbedingt körperlich, muss nicht sein. Die steht auch dafür, dass man telepathisch miteinander kommunizieren kann, ne? Die Hohe Priesterin, ja, die ist so intuitiv, ja, die weiß einfach alles, weil sie es fühlt aus sich heraus, ne? Man sagt, sie weiß alles. Ja, aber sie fühlt auch, ja, und die Karte sagt doch immer, hör hier auf dein Bauchgefühl. Ihr sollt hier auf eure Intuition, auf euer Bauchgefühl vertrauen, ne? Dann haben wir hier die 10 der Stäbe. Die spricht ja dafür, dass hier jemand wirklich kaum noch Kraft hat, ne? Ja, hier hat jemand kaum noch Kraft, diese Stäbe zu tragen. Ja, er ist kurz davor, hier auf dem Bild diese Stäbe abzulegen, ja. Es geht also darum, dass ihr hier Vertrauen haben sollt, dass eine schwere Zeit zu Ende geht. Und nach den 10 der Stäben, wenn diese schwere Zeit jetzt zu Ende geht und ihr sollt da einfach im Vertrauen bleiben auch, ne? Dann kommt hier das Ass der Stäbe, der Beginn einer neuen Aktion. Ne? Hier will man etwas Neues wagen. Man bekommt hier die Chance von oben, vom Universum. Ihr seht es da. Das ist wieder Feuerenergie, Stabenergie. Ne? Hier bekommt man die Chance auf etwas Neues. Man brennt hier dafür, etwas Neues zu starten. Nach einer Zeit, die hier wirklich sehr, sehr anstrengend war. Haben wir jetzt viel Feuerenergie, vielleicht auch ein Feuerelement euer Gegenüber. Unterm Deck habe ich die Königin der Schwerter. Ist jetzt eine weibliche Energie? Ich denke mal, das seid ihr. Vielleicht gab es hier eine Aussprache. Ja, vielleicht habt ihr ganz klar mal euren Standpunkt klar gemacht und gesagt, was ihr denkt oder fühlt. Wir schauen mal weiter. Was dürfen wir hier noch wissen? Große Arkana-Karten, drei große Arkana-Karten. Und unterm Deck die Fünf der Kelche. Der Verlust, der Schmerz, ja, dass sich hier eine Liebe, ja, eine Verbundenheit nicht so erfüllt hat, wie man sich gerne gewünscht hätte. Ja, hier hinten haben wir die Zwei der Kelche für die Seelenpartnerschaft. Und hier trauert man aber, dass hier drei der Kelche umgeworfen sind, ne? Dass hier etwas nicht stattgefunden hat. Die Karte steht auch immer dafür, dass sich jemand entschuldigen möchte. Jemand tut etwas leid, ne? So, wir haben hier die Karte der Heilung. Ja, The Temperance hier. Die steht für Geduld und für Heilung. Und auch,
dafür, dass hier die Möglichkeit wirklich auf was Neues, auf eine große Liebe einfach da ist. Ja, das ist eine Heilung, in Geduld, das ist eine Herzheilung hier zusammen mit der Hohen Priesterin, ja. Das sind zwei wunderschöne Karten zusammen, ja. Das ist Heilung vom Herzen, Heilung von einer Situation, ja. Ganz intuitiv, auch hier geht es auch darum, ja, dass man Gefühle in den Ausgleich bringt, ja. Man heilt hier. Sie kippt da zwei Gefäße ineinander. Das sind die zwei Kelche von der Karte, die zwei Kelche der Seelenpartner auch, ne. So, dann haben wir hier den Narren. Der steht dafür, dass man sich hier wagt, ja, etwas neu zu beginnen. Nach diesen 10 der Stäben möchte man hier ein Risiko eingehen. Oder noch anders, was mein Gefühl mir sagt, dass man hier, obwohl eine Situation einem so viel abverlangt, ja, obwohl man hier so nervös ist und so viel Last zu tragen hat, dass man trotzdem bereit ist, hier dieses Risiko einzugehen. Ja, man möchte hier ein Risiko eingehen, etwas Neues zu beginnen, bei Null zu beginnen wieder. Dann haben wir hier auch eben diesen Neubeginn, diesen Start, diesen Neubeginn. Ein leidenschaftlicher Start, das kann beruflich sein, das kann in einer Liebesbeziehung sein, ne? Aber es gibt hier die Möglichkeit, mit viel, viel Leidenschaft nach vorn zu gehen. So, und dann haben wir hier die Karte, das Gericht. Hier geht es um Erlösung. Er bläst hier in sein Horn, ja? Hier geht es darum, aufzuwachen und die Wahrheit zu erkennen, etwas zu lernen, ja? Hier steht etwas auf, etwas kommt wieder, vielleicht eine Situation, man wird erlöst hier. Man soll hier die Wahrheit erkennen, aufwachen. Man wird erlöst. Aber wodurch wird man erlöst? Ja? Die Erlösung ist hier ganz nah. Wodurch das geschehen wird? Durch einen Neubeginn. Und zwar, wenn man sich traut, hier ein Risiko einzugehen und sei es noch so schwer. Vorher soll hier aber eine Heilung stattfinden, ne? Diese Aktion, die hier stattfinden soll, die für Erlösung sorgt in diesem Prozess, denke ich mal, hat was mit den 5 der Kelche zu tun, ja? Wow. Hoppala. Das ist ja verrückt, ja. Jetzt haben wir hier den König der Schwerter, ein Luftzeichen. Ja. Ich halte es mal da noch ein bisschen näher ran. Ich nehme an, es wird gleich bei mir klingeln. Ich höre schon Stimmen draußen. Der König der Schwerter, die 9 der Schwerter, die schlaflosen Nächte. Jemand ist absolut hier im Kopf, ne? Absolut im Kopf, aber soll hier eigentlich ins Herz gehen, ne? Und denkt drüber nach, hier ein Risiko einzugehen. Es macht aber jemand wirklich schlaflose Nächte. Dieser König hier hat etwas zu sagen. Ja, er kann es nur noch nicht. Schaut mal, die Erlösung wäre, dass man hier in die Handlung kommt. Aber dieser König ist hier noch gefangen in sich selbst, ja. Er möchte hier nicht hinschauen, ja. Er möchte hier vielleicht auch keine Verantwortung übernehmen, ja. Um hier etwas zu ändern an dieser Situation. Verrückt. Haben wir jetzt unterm Deck? Die 8 der Münzen. Schaut mal, könnte es vielleicht auch eine Arbeitssituation bei euch sein? Wir schauen noch tiefer rein, bitte. Was ist denn hier mit diesem König hier los, der jetzt am Heilen ist? Ja. Schaut mal, unterm Deck haben wir hier das Ass der Schwerter. Also hier geht es tatsächlich um eine Aussprache. Ja, dieser König hier hat etwas zu sagen. Er hat etwas zu sagen, was ihm, ja, es ist mit Risiko, mit einem Risiko behaftet. Für ihn oder für euch, ja? Diese Aussprache, ja, das, was er hier zu sagen hat. Ach, schaut mal da unter, über die 10 der Münzen und die Sonne und es hört noch nicht auf und die Herrscherin und die 10 der Kelche, ja? Also hier hat euch jemand etwas zu sagen und zwar, hier hat jemand gelernt, jemand hat umgedacht, jemand will sich vertrauen, auf sein Herz hören. Es ist ein Risiko, auf euch zuzugehen. Es bedeutet unheimlich viel Kraft. Es kostet unheimlich viel Kraft, das sehen wir hier. Aber man will dieses Risiko eingehen. Vor irgendetwas hat er Angst. Er hat hier wirklich schlaflose Nächte. Und wenn das hier so ein Risiko ist, auf euch zuzugehen, seid ihr vielleicht in einer Verbindung? Oder ist er in einer Verbindung? Ja, sind mehrere Personen vielleicht involviert, ne? Die Erlösung ist hier ganz klar eine Aktion von ihm, nicht von euch, sondern von eurem Gegenüber, ja. Aber momentan steckt er hier wirklich noch
in diesen Achterschwertern fest. Wir schauen mal weiter. Hier haben wir die Karte der Entscheidung, Justice. Hier wird eine Entscheidung getroffen, ja, von diesem König der Schwerter. Wahnsinn. Dann haben wir die Achterstäbe. Die Achterstäbe, die sagt, hier wird eine Kommunikation kommen. Es wird sehr schnell kommen. Es wird sehr viel Kommunikation geben, ja. Schriftlich oder vielleicht auch mündlich, aber er wird diese Entscheidung treffen hier, ja. Er wird dieses Risiko eingehen, aber er hat wirklich Angst davor. Ja, und dann haben wir hier noch den Hierophanten. Die Situation ist erstens hier beschützt. Erstens wirklich beschützt. Zwei große Arkana hier in dieser Reihe. Ja, und diese Karte sagt ganz klar, das wird geschehen. Das muss geschehen. Es ist schicksalshaft hier auch mit der Karte Justice hier oben noch. Hier, hier haben wir noch das Gericht. Und er wird ins Vertrauen kommen, ja. Diese Entscheidung hier, diese Karte der Hierophant, die steht ja auch, kann für die Ehe stehen, für eine Institution, die steht für eine Lehre, aber vor allem auch dafür, dass man hier wirklich vertrauen kann. Ja, man soll hier wirklich ins Vertrauen gehen. Er soll hier ins Vertrauen gehen. Ich sehe nicht, dass ihr hier irgendetwas beschleunigen könntet. Hier befindet sich wirklich jemand absolut in einem Prozess. Ja, er ist umgeben von großen Arcana-Karten. Viel Feuerenergie, ja. Mir dreimal die Stäbe. Er kommt aus den Zehen der Stäben raus und will hier mit dem Ass der Stäbe eine Aktion ausführen, auf euch zugehen, mit euch reden. Er brennt eigentlich für etwas, ja. Und er weiß auch, dass es eigentlich der einzige Schritt, das einzige, was er tun kann, um hier Erlösung zu erfahren, ja, ist, wenn er auf euch zukommt und hier diese Aktion ausführt. Leider Gottes hat er hier schlaflose Nächte, weil er denkt, er darf nicht. Das ist so eine Angst, so ein verkrampftes, ich möchte gerne, aber ich komme nicht aus mir raus, ne? Aber die Entscheidung liegt hier ganz klar bei ihm. Er muss die treffen und es sieht so aus, als ob er das auch tun wird, ja. Er hat hier eine Entscheidung mitzuteilen. Er wird sich dafür entscheiden, hier vorwärts zu gehen, auf euch zuzugehen auch, ne? Okay. Dazu, meine Lieben, da möchte ich gerne schon noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Hier liegt ein König, dem geht es gar nicht gut. Ja, ihr dürft die Geschlechter, das wisst ihr, die switcht ihr einfach um, ne? So wie es für euch passt. Es könnte ein Luftzeichen sein, aber hier ist auch sehr viel Feuerenergie noch mit drin, ne? Also, hier geht es jemandem nicht gut. Die Person ist gerade on hold, aber intuitiv auch mit dir verbunden. Ja, hier heilt gerade eine Situation. Jemand heilt hier und zwar dahingehend, dass er dann wirklich eine Entscheidung treffen kann. Ne? Und dieser Start, dieser Neubeginn, den er hier ganz klar vorhat, ja, da ist so ein bisschen Risiko dahinter. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber er macht sich unheimlich Gedanken. Es fällt ihm unheimlich schwer. Ich hätte gern dazu mal noch eine Botschaft. Was ist denn da das Problem? Jetzt fällt die Karte die Entscheidung auf die Karte die Entscheidung. Sehr schön. Ich sage heute, Karten legen ist die Aktivität. Hier haben wir die Aktivität. Und wir haben den Diebstahl. Hier hat jemand Angst. Im Moment ist die Entscheidung noch so, dass er sich nicht traut, vorwärts zu gehen. Warum? Ich würde gerne wissen, was hier los ist. Unheimlich spannend. Wir schauen mal, was haben wir hier? Die Militärperson, der König der Schwerter auch, ne? Ungefähr gleiche Energie. Hier möchte jemand etwas gerade biegen, etwas sagen, etwas unverhofftes Geld. Für jemanden seid ihr hier wirklich wertvoll, wirklich wertvoll, ne? Man will aber sich hier so präsentieren, als hätte man etwas dazu gewonnen, ja? Als hätte man jetzt, wie soll ich sagen, so einen Status erreicht, ja? Und so auf euch zukommen. Er fühlt sich klein momentan, obwohl er hier als König liegt. Das dürfen wir noch wissen. Die falsche Schlange. Er hat aufs falsche Pferd gesetzt. Entschuldigt bitte, aber kam mir gerade sofort rein. Hier hat jemand aufs falsche Pferd gesetzt, ja? Jemand hat sich dazu entschieden, nicht
hier etwas mit euch nicht zu starten, etwas nicht zu beenden, wie auch immer. Entscheidung, Aktivität, Diebstahl. Ja? So. Jetzt haben wir hier auch die Karma-Karten. Zweimal. Ne? So. Jetzt fällt raus die Militärperson. Hier hat jemand einfach aus Überzeugung oder weil er dachte, er tut das Richtige, ja, sich hier für die falsche Person entschieden. Das ist jetzt einfach nur so nebenbei. Ja, das kann für manch jemanden stimmen, für andere wieder nicht. Vielleicht war auch wirklich Geld involviert. Ja, dass man hier wirklich gesagt hat, ich muss hier bleiben bei dieser Person. Ja, jemand hat eine falsche Entscheidung damals getroffen. Aufgrund, auf finanziellen Gründen vielleicht, aufgrund einer Ehe. Ja, hier hat jemand die falsche Entscheidung getroffen. Ganz klar. Jetzt haben wir hier, ui. Ein langer Weg. Ja. Wir haben die Karte, ein langer Weg. Besser kann es nicht zusammenpassen. Die traurige Nachricht und das Wohnzimmer. Entweder seid ihr weggezogen oder euer Gegenüber oder ihr seid wirklich weit voneinander entfernt. Auch das kann ein Grund sein, dass man dir sagt, das bringt nichts. Es bringt nichts, es ist vergebene Liebesmüh. Womöglich ist jemand von euch noch in irgendeiner Beziehung, ja, steckt noch drin und dieses alles zusammen, ja. Es hat also mehrere Gründe, ja, ganz eindeutig mehrere Gründe, warum diese Person hier noch nicht bei euch ist, ja. Aber hier haben wir es wieder, vergessen kann man die Situation nicht und es ist eindeutig hier die Erlösung und die Lernaufgabe dieser Person ist aus dieser, die Karte kann auch so ein bisschen Feigheit zeigen, ne. Aus dieser Situation, aus der man wirklich, man verschließt hier wirklich die Augen, da herauszukommen. Wir haben hier das Gericht und hier unten den Hierophanten. Das ist eine Lernaufgabe, das ist Karma. Und das kann, er kann sich nur erlösen, wenn er hier den Mut aufbringt, zu euch zu kommen, zu reden, ja, und in die Aktion zu gehen. Also das ist eine ganz spezielle Botschaft hier, die wird nicht für, ja, Bündnis, okay, die wird nicht für jeden auf euch passen, ja. Wir haben hier die Karte das Bündnis, der Zugewinn, trübe Gedanken und der gute Herr. So, auch hier die Karten sprechen heute. Ich sage ja wirklich, heute sind die Energien wirklich krass, ne? Hier hat jemand ein Bündnis geschlossen. Aufgrund entweder von Zugewinn, ja, oder kann sich nicht trennen, aufgrund von vielleicht finanziellen, vielleicht ein Haus zusammen gekauft, was auch immer, ja. Whatever, ja. Hier ist er. Der gute Herr. Hier ist wirklich jemand in einer Verbindung, der aber ja nicht glücklich ist, ja, sondern da er in eine andere Richtung abdriften will. Wir schauen da tiefer rein. Wir haben hier angenehmer Brief. Das wäre die Erlösung, ja. Jemand versteckt sich hier förmlich davor, ja, auf euch zuzukommen. Einer versteckt sich vor einer Aussprache. Aber wenn das nicht stattfindet, wird hier einfach vom Karma her die ganze Situation nicht aufgelöst werden. Da wird diese Person in diesem Modus, ja, in diesem hier bleiben. Ne? 10 der Schwerter, 10 der Stäbe, 9 der Schwerter. Das sind schlaflose Nächte. Die ganze Zeit muss man drüber nachdenken. Das ist schon fast körperlich belastend, ja, für die Person. Da schauen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Und zwar, was hätte ich denn jetzt gerne? Ich will mal schauen, ob wir hier irgendwas raushören dürfen. Was dürfen wir hier wissen? Ich habe mich selbst verloren. Ich war eine Zeit lang nicht ich selbst. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages vergeben. Das ist das, die Aussprache, die hier stattfinden muss mit euch. Hier hat jemand eine falsche Entscheidung getroffen, ja. Puh. Ich bin zu einem besseren Menschen geworden. Ja, das sehen wir hier, aber trotz alledem, es bringt ja nichts. Hier muss eine Aussprache stattfinden, wie auch immer am Ende das ausgeht, aber ja, schaut mal. Ich verstecke mich hinter materiellen Besitz. Hinter materiellen Dingen. Ich habe gesagt, hier sind mehrmals Karten gefallen, die darauf hindeuten, dass hier vielleicht finanziell, materiell irgendwas damit zu tun hat, mit der Situation, dass hier jemand nicht auf euch zukommt. Uff.
wie gesagt, das ist jetzt wirklich mal eine etwas schwerere Legung. Passt auch ein bisschen zu heute. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, es werden wahrscheinlich nicht viele unter euch sein, die sich damit identifizieren können, ne? Aber es wird für die wichtig sein, die sich damit identifizieren können. Und es ist ja immer so, nehmt euch raus, was für euch sich resonanzig anfühlt, ne? Da müsst ihr schauen. Hier hätte ich jetzt aber schon gerne noch ein bisschen mehr gewusst. Was geht denn hier vor? Was geht in dieser Person vor? Was dürfen wir wissen? Was geht in dieser Person vor? Blockaden? Berufliche Blockaden? Boah, schaut euch das mal an. Ja, also diese Person, euer Gegenüber, wenn die Legung auf euch passt, ne, hat wirklich Blockaden. Hier läuft etwas nicht mit rechten Dingen und es geht hier wirklich beruflich. Ja. Hier hat jemand Probleme beruflich. Hier gibt es etwas. Hier ist etwas blockiert. Ja. Hier ist etwas fix blockiert, was mit vielleicht beruflich oder mit einem fixen Wohnort oder mit einer Verankerung. Das kann auch eine Selbstständigkeit sein. Aber hier läuft etwas nicht richtig mit dem Fuchs. Auch das passt wieder. Was denkt denn diese Person? Ich hatte noch gar nicht gefragt, aber was denkt denn diese Person? Ja, wir haben hier den Ring. Ja, der Ring steht hier für eine feste Bindung, für eine feste Partnerschaft, für Verträge. Kann der Ring auch stehen, ne? Wir haben den Sarg, der dafür spricht, dass hier etwas beendet wird, beendet werden soll. Das sind jetzt seine Gedanken, ja? Da sitzt er und schaut genau rein. Hier denkt jemand, oh Leute, da war wirklich eine heftige Energie heute. Hier denkt jemand darüber nach, einen Vertrag aufzuheben. Das kann ein Ehevertrag sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann auch etwas Berufliches sein. Ja. Kann auch sein, dass diese Person darüber nachdenkt, aber es ist ein sehr charmanter, ja, er zeigt sich hier recht, darüber nachdenkt, ob hier eine Verbindung tatsächlich zu Ende ist. Was fühlt diese Person? Herzebene. Wie sieht es denn da aus? Oh ja, okay. Wir haben die Uhr. Ja, auf dem Herzen ist hier eine Sehnsucht, ein Vermissen. Hier ist das Gefühl von, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hier läuft jemandem die Zeit weg. Er zeigt sich hier selbst als der Bär. Das ist die Seelenpartnerkarte hier wieder auch schlechthin. Die kann auch für einen älteren Menschen stehen, für eine Vaterfigur, für einen Ehemann. Na, auf alle Fälle ist er, ja, wie soll ich sagen, in einer Bärenenergie. Ne? Das ist ein Kämpfer auch. Und ein Seelenpartner, ja. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Wozu? Die Karte hatten wir jetzt schon mal. Kommunikation. Hier muss Kommunikation stattfinden. Und es fühlt sich jetzt auch für mich, ihr habt euch hier gar nicht gezeigt, ne? Das ist wirklich ein Blatt rein nur von eurem Gegenüber, was hier liegt. Das ist eine merkwürdige Energie gewesen und jetzt sehen wir auch warum. Jemand hat hier die falsche Entscheidung getroffen, ja? Entweder einen falschen Vertrag abgeschlossen, beruflich, vielleicht auch die falsche Ehe, Beziehung, ja, wie auch immer. Hat hier ein Gefühl auf dem Herzen, das drückt richtig. Die Zeit läuft ab. Ja, aber die beiden Karten können auch wieder dafür stehen, wie auch hier oben, dass ihr vielleicht schon bereits miteinander kommuniziert, ja. Einfach über Träume auch. Was darf ich hier noch wissen? Der Wunschbrunnen. Jetzt ist er hier so ein bisschen als, naja, als Loverboy mit drin. Oh. Oh. Jetzt habe ich doch hier eure Gedanken aufgeschnappt, oder? Bin mir ziemlich sicher, das passt jetzt so überhaupt nicht zu diesen Energien. Jetzt habt ihr euch hier doch, eben habe ich gesagt, ja, hier haben wir das Vermissen, die seelische Verbindung. Also hier, schaut mal, die Lilien stehen für Frieden, für Familie, ja, aber auch für Sexualität tatsächlich. Der Wunschbrunnen steht dafür, was wünsche ich mir? Ja, das sind unsere tiefsten Bedürfnisse und Wünsche.
Und jetzt zeigt sich hier euer Gegenüber, allerdings leicht bekleidet im Zusammenhang mit dieser Karte. Träumt hier jemand? Und ich glaube nicht, dass er von sich selbst träumt. Ich glaube, das seid ihr. Ne? Das ist ja eine ganz andere Energie jetzt. Okay, jetzt sind wir aber drin. Jetzt will ich aber hier, gib mir bitte noch drei Karten. Ja, drei Karten nehmen wir noch. Ja? Okay. Ja, passt. Hier geht es darum, sich zu öffnen. Vielleicht müsst ihr euch auch öffnen, wenn er dann jetzt endlich mal auf euch zukommt. Ne? Wir haben hier den Schlüssel zum Käfig. Jemand schließt hier auf. Jemand hat den Schlüssel zu eurem Herzen. Ne? Und jetzt schauen wir, jetzt haben wir die Lupe, ja, und den Richtungswechsel. Hier, der Schlüssel sagt auch mit Sicherheit, wird hier gerade überlegt, geschaut, in welche Richtung man gehen will. Hier wird eine neue Richtung eingeschlagen mit Sicherheit. Und das sagt auch hier unser lieber Hierophant. Mit Sicherheit. Ja, Leute, das war ein Ritt, sage ich euch. Mega spannend. Also das war jetzt wirklich toll. Ich wusste am Anfang nicht, wohin es uns treibt. Aber ihr seht, die Karten sprechen hier einfach. Ja, die Rückkehr. Die Störche. Etwas kommt zurück. Jemand kommt zurück. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Entschuldigt bitte, falls es jetzt wieder laut war. Vergesst nicht, mir ein Herzchen da zu lassen. Da freue ich mich riesig drüber. Ich freue mich auch über eure ganzen lieben Kommentare. Wirklich freue mich riesig drüber, ja. Ich herz die alle ab. Ich lese die alle, wenn ich es noch schaffe. Antworte ich auch drauf, ne? Da macht er mir echt eine Freude mit. Ich bin ja auch irgendwie jetzt ein bisschen neugierig hier, was auf wen das jetzt hier passen könnte. Aber verstehe natürlich auch, wenn das hier so ein bisschen risikobehaftet ist, da fällt die Schlange raus. Also hier ist noch eine andere Person mit involviert. Hat sich hier gerade gezeigt, ne? Dass ihr da in den Kommentaren natürlich nicht reinschreibt, was da los ist. Mir schon klar, ne? Aber würde mir ja schon interessieren. So, ich wünsche euch heute einen ganz, ganz schönen, gemütlichen, vielleicht auch ein bisschen gruseligen Abend. Ne? Bleibt mir alle schön gesund. Ja, passt gut auf euch auf. Ne? Und denkt dran, heute Abend das Träumen nicht vergessen. Ihr könnt auch vorm Träumen schon sagen, was ihr gerne erfahren möchtet in euren Träumen. Ne? Vielleicht klappt es. Ne? Oft klappt es. Und heute könnte es besonders gut klappen. Macht's gut, meine Lieben.